Ja, guten Morgen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ist schon ganz schön zeitig. Wir fahren heute nach Potsdam zum Reifenhändler, denn unser Knut bekommt neue Schuhe. Das, was wir im Moment drauf haben, ist nicht fahrbar. Ist einfach nicht fahrbar. Wir haben hier so einen chinesischen Gummi drauf. Er hat sämtliche Prüfsiegel, sämtliche Genehmigungen, was man eigentlich für die EU braucht. Aber für dieses Gewicht ist es fast lebensgefährlich, mit dem Fahrzeug zu fahren. Also eine Sicherheit über 80 km/h ist gar nicht gewährleistet. Jetzt schauen wir mal nach, wie wir dann verbleiben mit allem. Jetzt fahren wir erstmal los nach Potsdam und gucken, dass wir die neuen 18 Zöller auf unseren Knut bekommen. So, jetzt sind wir hier bei Reifen Müller. Wenn man das hier hinten so sieht, die Jungs sind gut drauf. Wir müssen jetzt natürlich die ganzen Reifen, die 18 Zöller, müssen sie jetzt nochmal aufmachen, weil die Sensoren da drin verbaut sind. Das Fahrzeug hat also keine, da haben sie nochmal nachgeguckt. Ja, und da war noch ein bisschen die Diskussion wegen dem Luftdruck. Also die haben sich jetzt nochmal schlau gemacht. Sie würden nicht zu wenig drauf machen. Die gehen jetzt hinten auf 5 und vorne auf 4,5. Ja, und wenn das alles dann nicht so komfortabel ist, dann kann man ja nachher nochmal vorbeikommen. Das ist ja kein Thema. Also mit denen kann man reden. Und ja, im Moment sage ich mal, klare Empfehlung. Das hier ist das Objekt allen Übels. Auf dem Neufahrzeug hatten wir uns Ganzjahresreifen mit Schneeflocke gewünscht und dieses fernöstliche Produkt vom Wohnmobilhändler für knapp 1000 Euro verbaut bekommen. Doch schon fast von Anfang an zog das Wohnmobil immer nach rechts. Einige Kilometer haben wir noch abgewartet, um dem Reifen noch eine Chance zu geben, sich einzulaufen. Jedoch machte es sich nach einiger Zeit im Popometer ein Gefühl breit, dass ich das Wohnmobil beim Bremsen und beim Überholvorgang selber überholen möchte. Autobahngeschwindigkeiten bis 80 km/h waren gut handelbar. Es durfte allerdings kein Seitenwind aufkommen. Vor einigen Tagen mussten wir dann den Fiat Professional Händler aufsuchen, da sich die Kontrollleuchte "Bitte Servolenkung überprüfen" gemeldet hat. Was war geschehen? Durch die Verwindungen beim Fahren und Bremsen und das dauernde Gegenlenken hatte sich die Kalibrierung der Servolenkung verabschiedet, was laut Fiat-Werkstatt, die fast 60 km Probefahrt zur Kalibrierung absolvieren musste, an den Billigreifen liegen würde. Diese seien überhaupt nicht geeignet für das schwere Wohnmobil. Also, nochmal Geld in die Hand nehmen und in die Sicherheit investieren. Nach einigen YouTube-Recherchen kamen wir ebenfalls, wie viele andere Camper, zum Ergebnis der Rad-Reifen-Kombination 18 Zoll Bobbettfelge mit dem Continental Van Contact Camper. Mit dem richtigen Reifenpartner in der Berliner Straße in Potsdam und den motivierten Männern der Werkstatt fährt man schon mit dem guten Gefühl, richtig beraten und betreut worden zu sein. Vom Hof. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. So, mit den neuen Schuhen wieder zurückgefahren auf den Stellplatz. Also, ja, er läuft wie auf Schienen. Es ist schon besseres Fahrgefühl. Die Kurven sind nicht mehr so schwammig wie vorher und vor allen Dingen der gerade Auslauf ist da. Also er zieht nicht mehr nach rechts, so wie mit den alten Schlappen. Es wird sich jetzt rausstellen, die müssen sich erstmal ein paar Kilometer einlaufen und vielleicht müssen wir noch ein bisschen den Druck optimieren, den Luftdruck optimieren. Aber ansonsten denke ich mal, war es eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben. Zumal die Sicherheit an erster Stelle steht und ja, darauf kommt es ja natürlich auch an. Sicher reisen, sicher ankommen, das ist ganz wichtig.